Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video geht es um Tomb Raider 2 und wie man Tomb Raider 2 unter Ubuntu zum Laufen bekommt. Und zwar möchte ich ganz kurz zeigen, welche Schritte man ganz einfach, ganz easy unternehmen kann, um Tomb Raider 2 als Originalspiel unter Ubuntu installieren kann. So, ich zeige euch vorab schon mal das Ergebnis, wie das im Endeffekt dann hinterher aussieht. Und zwar habe ich mir jetzt von Steam alle drei Teile runtergeladen. Tomb Raider 1 funktioniert so nicht, Tomb Raider 3 funktioniert so auch nicht, aber Tomb Raider 2. So, das wären jetzt die Originaldaten von Steam, so wie ich es mir runtergeladen habe. Ich habe mir das Ganze dann in einem persönlichen Verzeichnis kopiert, damit ich einfach einen besseren Zugriff drauf habe und kann das Ganze über die rechte Maustaste mit Q4-Weine öffnen, starten, stopp. Vorher müssen wir noch etwas ein anderes Programm starten, und zwar JS-Test. Das ist so ein Joystick, so eine Joystick-App, so nenne ich es einfach mal. Gibt es ganz normal über die Paketquellen, kann man das installieren. Ich öffne dieses Fenster dann auch mal gleich mit. Und zwar lautet der Befehl sudo apt-install jstest-gtk. Ganz normal über die offiziellen Paketquellen ist diese App zu installieren. Die müsst ihr vorher starten. PS4-Controller reinstecken, euren Computer mit dem PS4-Controller verbinden, ja, und dann kann es schon losgehen mit Q4-Weine starten oder öffnen. So, und zeige euch mal eben, dass es funktioniert. Man kann hier ganz normal im Menü hin und her seppen und sage ich mal Game, New Game. Und auch die Filmszenen laufen ab. Ich überspringe das mal eben mit Escape. Die Maus machen wir hier so zur Seite. Drücke Dreieck und kann dementsprechend tun, was so eine Lara halt eben tut in diesem Fall. Zum Beispiel ein kleiner Kampf mit dem Tiger. Also wenn das nicht großartig ist, also ein richtiges, originales Tomb Raider Feeling mit einer Original-Exe-Datei aus dem Jahre 1997, ganz einfach und ganz easy und ganz locker unter Ubuntu zum Laufen zu bringen, ohne irgendwelche Mods. Also das finde ich natürlich schon ein ganz großes Kino. Und ein richtiges Game-Feeling kommt natürlich so auf. Man kann das natürlich auch mit Tastatur spielen. Ich habe es versucht, ich komme damit einfach nicht klar. Ich bin ein Joystick-Liebhaber, keine Frage. Und deswegen halt. Ne? Wo muss ich nochmal hin? Da muss ich hin. Gut, dann machen wir das. Da haben wir das Secret hier noch ein. Und dann ist das gut. Aha. Ja, ich würde sagen, ich zocke hier nochmal eine Runde weiter. Genieße dieses schöne Spiel hier in vollen Zügen. Ups. Das habe ich getan. Springen wir zurück, kein Problem. Und mal ganz kurz gucken, ob es mit den Lichteffekten auch klappt. Ja. Siehe da, die Lichteffekte funktionieren auch. Ich zünde mal eine Fackel. Ja, und siehe da, es wird auch hell. Da gibt es ja doch an der einen oder anderen Stelle schon mal das ein oder andere Problem. Aber hier in dem Fall dementsprechend nicht. Gut, wie habe ich das Ganze hinbekommen? Eigentlich unterm Strich ganz einfach.
Ich öffne dazu mal ganz kurz Steam und zeige euch mal an der Stelle, wie ich da vorgegangen bin. Ich gehe jetzt hier mal wieder raus. So, wie habe ich das Ganze hinbekommen? Und zwar habe ich jetzt über Steam, braucht man natürlich einen Account, ist selbsterklärend, und man muss sich das Spiel natürlich vorher einmal kaufen. Ich meine, das kostet 2-3 Euro ein Spiel, also alles im grünen Bereich. Und beim ersten Start ist dieses Feld hier grau hinterlegt, man kann nicht direkt auf Install drücken. Da muss man hergehen, unter Einstellung, und dann muss man hier bei Forced einen Haken setzen, die Proton-Version aussuchen. Ich habe jetzt hier mal die 7er genommen, obwohl das für diese Art der Installation eigentlich uninteressant ist. Wichtig ist nur, dass man dann auf Install klicken kann. Dann wird dieses Feld hier blau und dann findet nämlich ein Download statt. Das habe ich jetzt schon gemacht, deswegen zeige ich es am besten mal über Tomb Raider 3. Ist nämlich genau das gleiche. Hier kann man dann hergehen und sagen, auch unter Einstellung, lokal viel, dann auf Browse, und jetzt sehe ich, wo Steam Tomb Raider bzw. das Spiel installiert hat. Dann einfach den ganzen Ordner hier nehmen, kopieren und in den persönlichen Ordner seine Wahl hineinkopieren. Das wäre bei mir zum Beispiel hier so ein extra Ordner Steam und hier hineinkopieren. Dann kann ich die Tomb 2-Exe mit der rechten Maustaste mit Q4-Weine öffnen, kann ich dann starten. Denkt vorher daran, wenn ihr mit dem Joystick spielt, dass ihr auf jeden Fall vorher JS-Test startet. Ja, ansonsten könnt ihr das nur mit der Tastatur spielen. Einmal dieses Fenster hier auch mit öffnen. Ich weiß gar nicht, ob man das Fenster auch noch zwingend geöffnet haben muss. Auf jeden Fall habe ich es jetzt so gemacht die ganze Zeit. Und dann kann ich dementsprechend, ja eigentlich ohne Einschränkung, Tomb Raider 2 so spielen. Das gleiche Prinzip funktioniert mit Tomb Raider 3 so nicht. Vielleicht finde ich da auch noch irgendwie so eine Art Workaround, wie man das hinbekommt. Vielleicht muss man an der Präfix noch irgendwie etwas einstellen. Da tüftel ich auch noch mal ein bisschen herum. Aber zumindest mit Tomb Raider 2 funktioniert das so. Einziger Nachteil an der Aktion ist, muss ich jedes Mal den Joystick neu einstellen. Einstellung. Und jetzt kann ich ganz normal starten. Ja, mein Tuchs begleitet mich wie immer, damit ich alles richtig mache. Und ja, ich bin jetzt hier mitten im Tomb Raider Fieber, wie man vielleicht erkennen kann. Und ich denke mal, ich werde das, weiß ich nicht, zum gefühlt 73. Mal durchspielen. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich denke mal, ich zocke jetzt noch ein bisschen weiter. Mich würde es eigentlich wundern, wenn ich es auch noch mal komplett durchspiele. Bin ich doch ein wenig gehypt. Ja, wenn doch, wäre so alte Erinnerungen wach. Und ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Natürlich jetzt auch in so einer Full-HD-Auflösung. Im Vergleich zu vorher zur PS1 liegen ja hier doch Welten zwischen, sage ich mal, ne? Und dann bekommt das Spiel natürlich auch dementsprechend auch gleich einen ganz anderen Charakter als wie damals. Ja, das ist das Gute, dass die Zeit für einen spricht. Die Entwicklung geht immer weiter. Ja, ich würde sagen, ich jump hier mal rein. Noch ein bisschen weiter. Ich bedanke mich an der Stelle schon mal fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!